Pavel, lass uns ganz kurz über das Spiel in Nürnberg sprechen. Ihr habt dort 4:1 gewonnen. Die Nürnberger, die haben ganz schön viel Druck machen können, aber ihr habt dann zu den optimalen Zeitpunkt immer das Tor erzielt, seid früh in Führung gegangen und habt das Ding dann sehr souverän, fand ich, zum Ende raus heimgeschaukelt. Ja, ich glaube erstmal, das letzte Drittel war unser bestes Drittel auf jeden Fall. Der beste Spieler auf dem Mais war trotzdem der Dennis Endras. Nürnberger waren gut auf jeden Fall. Wir haben auch damit gerechnet, dass die zu Hause auch natürlich aus den Startlöchern sehr, sehr schnell kommen und sehr drucksvoll kommen. Und die haben ein paar Chancen gehabt. Die müssen wir heute auf jeden Fall abstellen. Wir müssen generell besser spielen, auch ein bisschen mehr laufen, ein bisschen mehr Zweikämpfe auch gewinnen. Und weil wir wissen, heute spielen wir gegen einen Gegner wieder, der sehr, sehr stark ist in dem Transition-Spiel. Und da müssen wir gucken, dass wir generell auch besser spielen. Glaubst du, dass die Kölner noch heißer sind, dass es eine extra Motivation ist, weil sie jetzt am Freitag knapp verloren hatten zu Hause? Wer ist nicht heiß gegen Mannheim? Ich glaube, alle Mannschaften werden auch heiß sein, uns zu schlagen, aber es ist gut so. Wir brauchen auch diese Challenge, brauchen wir, diese Herausforderung brauchen wir. Wir sind auch heiß. Wir wollen die ausschlagen. Wir sind hier, um Spiele zu gewinnen. Wir sind hier, um dem Gegner das Leben schwer zu machen und unangenehm spielen. Und wollen wir die Zweikämpfe gewinnen, viel laufen und Scheiben zum Tor bringen. Auf was wird es von Anfang an ankommen, wenn ihr aufs Eis springt? Es ist alles, das ist Fokus, das ist einfach die Bereitschaft, das sind die ersten 5 Minuten, wie ready du eigentlich bist. Es ist ein 17 Uhr Nachmittag Spiel, es ist immer so ein bisschen abwarten, wie wir natürlich auch starten, genauso wie der Gegner startet. Aber es sind verschiedene Sachen, 2 sehr gute Goalies, 2 gute Mannschaften und wir werden sehen. Special Teams werden auch eine bestimmte Rolle spielen, also wird schon ein bisschen so Playoff-Charakter haben. Wir wissen, dass die Kölner gute Mannschaft haben, aber wir wissen auch, wir haben auch eine starke Mannschaft. Dann viel Erfolg heute. Ah, Dankeschön. Danke. Okay.